Willkommen zu den binären Optionen und wie immer auf der rechten Seite siehst du den Broker, den ich benutze. Hier oben gehe ich auf den 60 Sekunden Reiter, dann sind die 60 Sekunden hier schon voreingestellt. 5 Euro lasse ich und hier noch den Candlestick Chart. Dann auf der linken Seite mein Werkzeug, US-Dollar, kanadischer Dollar, Euro-US-Dollar, kommt hier gerade etwas rein. Euro-US-Dollar bin ich hier gerade schon, habe ich hier offen. US-Dollar, kanadischer Dollar sehe ich mir noch an. Hier könnte sich hier wieder eine Blase bilden, wenn man sich das Ganze hier so betrachtet. Die Bollinger Band, das obere und das untere, beginnen hier auseinander zu gehen. Euro-US-Dollar, gehe ich nochmal zurück. Und Euro-US-Dollar, denke ich, wird mein Kandidat werden. Das Ganze handle ich wieder mit der Serienstrategie, wie du siehst. Leider zieht der Kurs jetzt wieder nach oben. Und das bedeutet, ich setze hier nicht einen Trade, einen größeren Betrag, sondern ich teile hier meine Einsätze auf mehrere kleine Einzeltrades, wie du sehen kannst, um somit ja einem Totalverlust auch etwas entgegenzuwirken. Und das werden wir jetzt gleich sehen, was dabei rauskommt. Okay, meine Richtung, es sollte nach unten gehen. Put-Option, der erste Trade ist abgelaufen und wird überprüft. Der zweite ebenso. Der erste im Gewinn, einer im Gewinn zumindest. Der zweite im Gewinn. Dann der dritte, auch im Gewinn. Der vierte Trade, auch drinnen. Trade Nummer 5 hat es auch geschafft. Der sechste wird überprüft. Gewinn 7 ist abgelaufen. Auch drinnen. Der achte. Dann der neunte. 10. Und sogar der 11. ist auch drinnen. So ist es. 11 Trades im Gewinn. Perfekt. Pfund US-Dollar sehe ich gleich nach. Aber ich denke, werde ich zu spät sein. Pfund US-Dollar. 11 Trades im Gewinn. Pfund US-Dollar. Ja, die letzten etwas riskanter, ich gebe es zu. Okay, 11 Trades von der Session zuvor im Gewinn. Hier die erste abgelaufen im Gewinn. 12 sozusagen im Gewinn. 13.
13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 und ja, 22 Trades im Gewinn geparkt. Perfekt, 22 ohne einen Verlust-Trade dazwischen. Einsatz und Gewinn 5,58 € gewonnen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. 20 und hier 2 Trades. Perfekt. Ja, 22 Gesamttrades und 22 drinnen im Gewinn. Ist natürlich sehr schön und da kommt auch was raus am Ende. Deshalb bin ich jetzt hier schon am Überlegen. Euro, US-Dollar. Dass ich hier nicht einfach einen Verlust-Trade hier noch riskiere. US-Dollar, kanadischer Dollar, US-Dollar, Yen. Ja, okay, US-Dollar, Yen. Hier auch wieder das untere Band erreicht. Aber hier bietet sich wieder eine Engstelle und eine neue Blase. Okay, US-Dollar, Yen. Und er bricht noch weiter nach unten, der US-Dollar-Yen. Der US-Dollar, kanadische Dollar, zieht auch am unteren Band in die Tiefe. Okay, US-Dollar-Yen.
1, 2, 3, 4, 5 Trades. US-Dollar, Yen. Und da hoffe ich jetzt natürlich, dass das Ganze noch etwas nach oben zieht. Aber jetzt kommt die schlechte Kerze, die rote. Okay. Erster abgelaufen. Im Verlust. Der zweite Verlusttrade. Der dritte. Vierte. Und der fünfte. Fünf im Verlust. Ja, schade. Hätte ich mir schenken sollen. Aber okay. Fünf im Verlust. Australischer Dollar, US-Dollar. Ja. Gut, der letzte Trade, australischer Dollar, US-Dollar, 5 im Verlust. Die muss ich mir natürlich noch notieren und darf ich jetzt nicht vergessen. Hier der erste Trade abgelaufen. Einer zumindest schon mal im Gewinn. Der zweite Trade wird überprüft, auch im Gewinn. Der dritte. Okay, Putt. Zwei bis jetzt im Gewinn. Noch ein Putt. Drei im Gewinn. Der vierte im Gewinn. Der fünfte. Fünf im Gewinn. Sechs im Gewinn. 7 und der achte Trade im Gewinn. Okay. 8 Trades im Gewinn. Hier die 2 kann ich noch ein 10er Paket dazu heften. 30 und jetzt hier meine 5 Verlust-Trades noch. Okay. Hänge ich hier unten noch an. 1, 2, 3, 4. Ja, 5 sind 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Passt. Ich denke, ich müsste die ausgeglichen haben. Dann Einsatz. So. Doppelpunkt, dann der Umsatz. Doppelpunkt. Gewinn. Und die Gewinn Quote. Doppelpunkt. Einsatz, Umsatz, Gewinn, Gewinnquote. Okay.
So, Rechentool. Insgesamt 10, 20, 30, 35 Gesamttrades, 35 mal die 5 Euro Einsatz ergibt dann hier Einsatz 175. Dann der Umsatz sind die gewonnenen Trades, sind die 10, 20, 30. 30 mal die 8,50 Euro kommt hierbei raus 255. Und jetzt der Gewinn minus die 175 sind das wiederum ein Gewinn von 80 Euro innerhalb dieser Viertelstunde, sage ich mal. Gewinnquote ist jetzt hier 100 durch die Gesamtanzahl sind die 35 mal die gewonnenen Trades, die 30 ergibt hier wiederum eine Quote von 85,7, 85%. Okay, passt. Ich bin mit den 80 Euro auf alle Fälle zufrieden und kann damit leben. Und für alle, die Interesse haben, hier an meinem Template, an meinem Tool, sage ich mal, an dem Werkzeug, kein Problem. Wie immer findest du in der Videobeschreibung den Link zu meiner Webseite und dort wird genauestens erklärt, welche Bedingungen ich an dieses Template hier geknüpft habe, und hast du diese erfüllt, dann bekommst du von mir das Template hier kostenlos zugesendet per E-Mail plus auch noch Installationsmaterial, das dir helfen soll, damit du das Ganze auch installieren kannst und dass es dann auch bei dir letztendlich läuft. Ich zeige dir, wo du den MetaTrader herbekommst, wie du ihn installierst und ja, das Template dann letztendlich auch integrierst. Das alles sind so kleine Installationsvideos und das bekommst du natürlich zusätzlich noch von mir. Gut, das war's wieder von meiner Seite und ja, ich wünsche euch wie immer ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Macht's gut, ciao.